Ich hoffe, mein Internet hält heute durch. Wir schminken einen weiteren Look mit der Celestial Palette von ABA. Ach, von ABH vor allen Dingen, ne? Mach mal hier ein bisschen zu wieder. Manchmal verschieben sich die Kisten einfach und ja, ist halt so. So, nicht mit von ABH, sondern von General X Beauty. Ich möchte heute, auch wenn der total weiß aussieht, und da ist er. Ich möchte gerne heute in den Aurora und in den... Oh, heute meint meine Kamera, die mag nicht so gerne verschärften. Und in den Ton darunter stehen, stellen, machen. Auf jeden Fall die beiden Töne wollte ich heute mal benutzen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es ja, weitergeht, beziehungsweise was wir daraus holen. Ich habe gestern schon einen Look damit geschminkt. Ich muss mal eben mein WLAN anmachen, beziehungsweise meinen Flugzeugmodus anmachen. Ich habe gestern schon einen weiteren Look damit geschminkt. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich bin, könnt ihr auch auf Instagram schon mal sehen, beziehungsweise auch auf YouTube Shorts, in den Ton reingegangen. Wenn man den schichtet und so weiter, also richtig aufbaut, wird er extremst dunkel, mega. Und bin dann einfach in den Fairy Dust reingegangen und habe damit einen Look geschminkt. Richtig, richtig schön. Ich habe den übrigens zu dem hier, zu dem Pixie, so ein bisschen, ne, eine Seite Pixie, eine Seite das andere gemacht. Und ich muss sagen, Fairy Dust hat auf meinen Augen ohne Glitterglue länger durchgehalten als Pixie. Pixie ist irgendwann ganz vorne so ein bisschen gecreased. Fairy Dust hat bis abends durchgehalten. Man sieht, dass der keine Basis hat, sodass Pixie ein bisschen mehr dimensionaler wirkt. Ich sag's mal so. Pixie, also der alte von BH Cosmetics, wirkt ein bisschen dimensionaler, dadurch, dass der einfach eine weiße, weißlichere Base hat und dann so ein bisschen dieses hellere durchscheint und dann ja, so ein bisschen changiert. Also ist ja kein Duochrome richtig gewesen. Es war in die Richtung von Duochrome, aber jetzt nicht wirklich extremst Duochrome-artig. Und ja, das war bei Fairy Dust nicht, aber dafür hat er sich einfach extrem schön halt in die anderen Farben mit reinblenden lassen. Das nochmal so schon mal zur Info. Ja, ich zoome euch ein kleines bisschen ran. Ich hoffe, meine Kamera macht das heute. Siehst du mein Schaf? Yay! Es kann sein, dass mein Internet irgendwann ausfällt. Weil im Moment haben wir da extreme Probleme mit, dass das Internet einfach meint, ich wäre gerade nicht da. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht im Live. Augenbrauen sind übrigens gefärbt, deswegen seht ihr auch hier nochmal ne, die schwarzen Ränder. Geschickt ist, ist was anderes. Ich sag's mal lieber so. Denn geschickt wäre gewesen, hätte man sich das einfach an den Stellen weggewischt, habe ich aber nicht. Und dachte mir so, ach Quatsch, so schlimm ist das nicht. Mhm, herzlichen Glückwunsch. Ich sette einmal, wie immer, mein bewegliches Lid, beziehungsweise den oberen Part einfach mit dieser, mit dem Basestone. Denn manchmal blenden die sich schon echt, also manchmal braucht man ein bisschen mehr Mühe, damit sich die Farben so ein bisschen ausblenden. Ich suche mir gerade einen Pinsel, den ich sonst nie benutze. Ich nehme jetzt einfach den von Elf. Das ist irgendwie so ein dicker, fetter Pinsel. Und setze meinen... Ich habe den Milani Eyeshadow Primer gerade drauf. Und sette einfach hier oben so ein bisschen, damit das Blenden mir ein bisschen einfacher fällt. Einfach fett rein und ja, dann von rechts nach links einmal hier hinten auch so ein bisschen blenden. Und dann funktioniert das besser nachher mal einfach mit dem Ausblenden von den ganzen Lidscheiteln. So, erster Farbton. Ich glaube, theoretisch könnte man sich den sogar in die Crease setzen. Möchte ich aber jetzt nicht machen. Ich fange, glaube ich, wieder mit Talisman an. Und dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme und wie weit ich damit das alles verdunkelt kriege. Ja, von den matten Farben ist man so ein bisschen limitiert. Sie hat ja nur 4 matte Farben da reingebracht. Und von den 4 matten Farben ist einfach ein Schwarz. Ja, genial zum Verdunkeln von den ganzen Sachen. Aber man ist halt so ein bisschen limitiert einfach in seiner Auswahl der matten Farben, so, ne? Deswegen möchte ich einfach jetzt, wie auch schon bei meinem ersten Look, den Talisman-Ton reinbringen. Aber vielleicht einfach den Fortuna, den dunklen Grünton, so ein bisschen in den Außenbereich setzen schon. Und den einfach so ein bisschen als zweiten Crease-Ton, als zweiten Blendeton so ein bisschen mit reinbringen. Ich bin mir aber noch nicht zu 100%ig sicher, oder ob ich da wirklich wieder in den Hexback-Ton reingehe und dann damit verblende. Kein Rot, denn man könnte, also das ist auch eine perfekte Palette für Weihnachten. Rot in der Crease, Grün, den Grün oder den Grün und dann wäre man fertig für Weihnachten geschminkt, richtig schön Rot und Grün. Passend klassisch Weihnachten, könnte man mit der Palette auch super gut erreichen. Jetzt nur mal so als kleiner Tipp. Ist also eine komplette Allround-Palette, nicht nur für den Sommer oder für den Frühling, sondern wirklich komplett das ganze Jahr über nutzbar. Irgendwo, man braucht nicht für den
Sommer mehr machen als diesen Ton, den Talisman in die Crease setzen und dann einfach irgendeinen Schimmer drüber und dann ist man fertig. Dann hat man einen schönen, seichten, sanften Look. Man kann das natürlich immer wieder verdunkeln mit entweder Heatwave, Hexback oder Dark Matter. Funktioniert total gut, glaube ich auch. Also den Dark Matter habe ich noch nicht ausprobiert, den Schwarz, aber ansonsten Heatwave und den anderen Hexback habe ich schon ausprobiert und also, ne? Kann man auf jeden Fall machen, ist total genial. Heatwave als Single in der Crease und auf dem Outer Corner funktioniert. Also die Palette, die kann schon was. Man ist halt nur ein bisschen limitiert, weil die matten Töne eher ja, Richtung neutral unterwegs sind und nicht halt so bunt sind. Aber ist auch nicht schlimm. Ich glaube, viele freut es, dass das eher matte, neutrale Töne sind und dass man am beweglichen Lied ein bisschen mehr Rampampam hat. Ich sag's mal so. So, ich nehme jetzt nochmal den Elf. Und blende einfach die Farben so ein bisschen hin und her, also den cremefarbenen Ton mit dem anderen Ton so ein bisschen zusammen. Wir nehmen in Talisman rein, sodass da einfach keine harten Kanten entstehen und ich dann einfach so weitermachen kann. Ja. So, das sind schon mal das ist jetzt erstmal die Basis. Und jetzt, ich versuche es einfach. Gucken kann ja nur schief gehen oder gut gehen, weiß man ja so nicht. Ich nehme jetzt mir ungefähr. Wenn man den richtigen Pinsel haben möchte, aber irgendwie gerade nichts in der Gegend ist, den man so gerne hätte. So, das ist einer von Docolor. Das ist, ich habe ja diese ganz kleinen Pinsel, der ist ein bisschen fluffiger als der ganz kleine Pinsel und gehe jetzt ganz vorsichtig in Fortuna rein. Wirklich mit dem fluffigen, mal gucken. Fortuna ist ja eher so ein grüner Lidschatten mit einer schwarzen Base. Schimmer-Lidschatten, Standardschimmer. Und den setze ich mir jetzt einfach hier rein. Ich möchte nämlich nicht einen Knallschwarz nehmen, sondern wirklich einen Ton, der so ein bisschen grünen Anteil auch noch irgendwo drin hat. Man könnte den, glaube ich, auch super auch als wirklich einzelnen Base-Ton, Crease-Ton benutzen und dann wäre damit man auch schon fertig. So ein One-Shadow-Look irgendwo. Kann ich mir richtig gut vorstellen, kann ich mir richtig gut denken. Ich gucke gerade mal, bin ich noch im Fokus? Bin ich. Das ist schon mal perfekt. Und dann wirklich hier in die Crease rein. Vorsichtig einfach hier hinten auch so ein bisschen verdunkeln. Nicht zu dunkel, doch hinten dunkel, weil Schlupflied ist immer besser, wenn man dann hinten abdunkelt und dunkel macht. Und da sieht man nämlich auch, da kommt, glaube ich, gar nicht mehr so viel Schimmer rüber. Ich sage glaube ich, weil auf die Entfernung mit dem Spiegel kann ich das noch nicht mal richtig beurteilen. Nee, der Schimmer geht so ein bisschen weg. Man hat Fallout extrem. Man hat aber auch nicht so viel Pigmentierung jetzt mehr. Muss man sich also extremst aufbauen. Ich möchte aber wirklich erst so starten, weil ich gleich mit dem Glitterglue rangehe. Und wenn ich den Glitterglue irgendwo aufgetragen habe, dann bleibt der Lidschatten da komplett stehen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach hier ein bisschen mit rein und setze den Glitterglue gleich einfach oben drauf. Aber so habe ich hier schon mal so ein bisschen Farbe in der Crease mit eingearbeitet, die jetzt nicht irgendwie stocksteif oder so da steht, sondern die so ein bisschen mehr in sich ineinander verblenden lässt. Ich gehe jetzt nochmal in Talisman zurück und blende auch hin und her. Es ist immer ganz logisch, dass wenn man einen Schimmerlidschatten versucht zu blenden, dass dann da einfach irgendwo Fallout entsteht. Das ist ganz normal. Das ist jetzt nicht irgendwie eine doofe Formulierung oder so, sondern das ist wirklich einfach ganz normal. So, ich blende hier und versuche hier den Talisman-Ton noch so ein bisschen aufzubauen. Kann sein, dass das einfach der falsche Pinsel dafür ist. Ich nehme mal einen anderen. Ja, ich hätte mir vielleicht mal einfach mal ein anderes Pinselding damit nehmen sollen. Das ist auch noch einer aus der gleichen Serie von Docolor, der ist aber einfach Docolor. Ein bisschen zum Draufsetzen gedacht und nicht ganz so feste zum Verblenden. Ich glaube, deswegen passt das einfach an diesen Stellen jetzt ein bisschen besser. Also der wirkt extremst dunkel, extremst schwarz irgendwo. Gar nicht wie so ein Grün. Ein bisschen eher so ein dreckiges Schwarz, Grauschwarz. Da sieht man, dass der viel Basisfarbe hat, aber ja, ne, dass es schon schwieriger ist, da irgendwo das Leuchten, das Glitzern mit rauszukriegen. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre ein Tacken einfacher, aber so kann man sich einfach auch mal bei den Lidschattenfarben täuschen. Und da sieht man auch, man hat auf jeden Fall da eben Fallout drin, was ich auch gar nicht so erwartet hätte, nicht so krass zumindest. Aber es hält sich immer noch so ein bisschen in Grenzen. So, wieder mit dem Hexback. Nein, Talisman ist es. Und hier hinten verblenden. Und dann kann ich gleich auch schon mein Glitterglue verwenden. Ich wollte halt nur nicht, dass das einfach diese extremst harten Kanten durch das Glitterglue sind, sondern auch wirklich so ein bisschen, ja, andere Farbe da so ein bisschen mit reinbringen. Und nicht irgendwie harte Kanten gerade hier
in dem Bereich haben. Ich gehe jetzt noch einfach mal mit Fortuna rein, mit dem einen Pinsel und trage mir hier wirklich nochmal getupft auf, dass ich da auch an den Stellen so ein bisschen dunkler werde. Das ist echt so ein Ton, wo ich sagen muss, ne, funktioniert wohl, aber nicht so gut mit dem Pinsel, wie ich das erwartet hätte. Ja, man sieht so ein bisschen, dass es ein Schimmerton ist. Es ist aber wirklich ein Schimmerton, der eher auf der matten Basis ist. Ne? Also ein bisschen Schimmer, ein bisschen Glitzer drin, aber nicht so krass, wie ich mir das erhofft habe, sodass dann das auch alles funktioniert, was ich so mir angedacht habe. Ja, ist so. Ist so, manchmal fährt man halt mit solchen Methoden richtig gut, manchmal nicht ganz so gut. Ja, machen wir einfach mal mit dem NYX Glitter Glue weiter und dann kommt Fortuna mit dem Glitter Glue drauf, sowie Aurora im vorderen Bereich. Gucken, wie dann Aurora ist ja eigentlich ein Topperton, wie dann Aurora im vorderen Bereich solo wirkt, wenn man den jetzt wirklich über den Glitter Glue aufträgt. Ich muss da gerade rausquetschen, also. Na, Glitter Glue ist so gut wie zu Ende. Ich muss echt mal zum Rossmann mal gucken, ob die da in der NYX Deko Glitter Glue haben. Und sonst bestelle ich den mir einfach wieder über meinen Link, meinen Amazon-Link. Da gibt es den garantiert und auf jeden Fall immer schön bei Amazon. So, jetzt habe ich natürlich zu viel genommen. Ich schmiere das einfach bei mir an meinem Handrücken so ein bisschen ab. Handinnenfläche ist das übrigens, nicht Rücken. Und verblende einfach nach vorne, nicht zu krass in die Crease rein, denn in die Crease möchte man ja eher so einen schönen Blend haben, so einen seichten Blend. Und wo Glitterglue steht, bleibt Glitterglue und Glitzer und alles andere dran. Also das ist wirklich, ne, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man zu weit geht, hat man da halt harte Kanten und wenn man nicht zu weit geht, hat man da dann einfach den Unterschied direkt, wo dann Glitterglue zu Ende war und wo dann das andere angefangen hat. Das ist so ein bisschen so ein tricky Ding, zwischen den einzelnen Sachen hin und her zu gehen. So, ich nehme jetzt einfach meinen kleinen Spiegel zur Hand, weil, gucke gerade, habe ich alles richtig verteilt oder habe ich nichts alles richtig verteilt? Doch, ich habe richtig verteilt. Da will der sich nicht so ganz so doll aufbauen lassen. Da gehe ich gleich einfach mit den Fingern rein und werde da auch noch mal so ein bisschen hin und her blenden. Ich gehe jetzt als erstes in den Fortuna-Ton. Da seht ihr nämlich, der ist richtig schön dunkelschwarz und trage den mir jetzt noch mal hier mit dem Finger auf, wo ich den Glitterglue aufgesetzt habe. Und da sieht man auch, da glänzt der deutlich mehr, wenn man den einfach mit dem Finger aufträgt, anstatt jetzt, wenn man den, ja, wenn man den ohne Glitterglue und einfach mit dem Pinsel aufträgt. Mit dem Pinsel müsste man den sich vielleicht anfeuchten. Ich bin aber keine, die jetzt den Pinsel extrem anfeuchtet. Also das ist ein Ton, wo ich sagen muss, nicht mein Fall, nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Ich versuche den jetzt einfach nochmal, indem ich mir da ein bisschen Wasser reingebe und hinten nochmal anfeuchte, weil irgendwie sitzt der hinten, das machen wir gleich, erstmal weitermachen und dann gucken, weil irgendwie sitzt der hinten nicht ganz so dolle, besonders wenn man dann jetzt den Übergang zum Glitterglue sieht, wirklich bis in die Mitte ungefähr gebe ich den rein und anschließend blende ich den anderen Ton, den Aurora-Ton, hier so ein bisschen mit rein. Versuche hier gerade so ein bisschen weniger harte Kanten zu erzeugen, indem ich einfach das bisschen, was an meinem Finger noch dran ist, so ein bisschen miteinander verblende. Also den bitte über Glitterglue benutzen, dann ist der zehnmal schöner, als wenn man den ohne Glitterglue benutzt. Denn ohne Glitterglue, finde ich, wird der so ein bisschen dunkel, gräulich, grünlich, mit nicht wirklich viel Schimmer. Das ist dann eher so ein langweiliger Ton irgendwo. So, hier gehe ich auch nochmal rein mit Fortuna. Und versuche das wirklich da aufzutragen, gleich auch nochmal mit einem Pinsel. Einfach mit einem flach gebundenen Pinsel, wenn ich den da habe. Ja, ich habe mir mein Pinsel-Dings dann umgepackt und umgeswitcht. Und dann bleiben einfach manche Pinsel auf der Strecke, weil ich hatte am Wochenende einen Pinselwaschtag. So, jetzt gehe ich hier hinten. Das ist eigentlich ein kleiner, ich glaube, ist das ein Packing Brush? Ich glaube ja. Und gehe jetzt einfach nochmal an die Stellen, wo ich das ein bisschen höher haben wollte, weil meine Finger einfach zu grob sind und zu dick sind und zu fett sind. So. Ich glaube, ich blende hinten einfach nachher nachträglich noch ein bisschen mit dem Schwarz. Glaube ich, gefällt mir nachher noch einen Tacken besser. Also heute ist, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu dem Glitterglue zu hoch gegangen. Ich blende gleich einfach Schwarz da rein. So. Finger wieder her, Aurora. Das ist der so ein bisschen grün schimmert. Der hat aber auch irgendwie ein bisschen Rosé-Pigmente drin. Jetzt gehe ich einfach hier rüber und blende den erstens vorne solo rein und hinten einfach über den Fortuna-Ton und versuche da irgendwo einen schönen Übergang zu kreieren.
dadurch, dass ich den einfach einen Tacken weiter blende. Aber auch, dass der einfach so leuchtet, wie er leuchten kann. Der ist nämlich mega, mega schön und mega, mega, ja, nicht einzigartig, aber doch schon ein Ton, der wirklich grün leuchtet und nicht ins Goldene dann reingeht. Ich habe einige von diesen, die so grünlich wirken, aber im Gegensatz zu diesem hier doch nicht ganz so grün sind. Habe ich auch feststellen müssen. Habe nämlich gedacht, oh, weißt du was, den hast du 20 Mal in der Sammlung. Nee, war gar nicht so. Ich habe den nicht 20 Mal in der Sammlung. Das ist der einzige, der jetzt wirklich diesen krassen Grünschimmer hat. Sonst geht das bei mir eher ins Bläuliche, aber auch eher ins Goldene. Und dieser ist wirklich mega, mega schön grün. Und da sieht man nämlich auch, das sind so die Highlight-Töne der Palette, die nämlich über das ganze bewegliche Lid aber jetzt auch einfach hier vorne irgendwo reingeblendet ist. Einfach krass. Der glitzert, der glimmert, der scheint. Man kann ihn über einen Glitterglue geben. Ich habe den, wie heißt der, Fairy Dust gestern ohne Glitterglue aufgetragen. Und das hat auch total gut funktioniert. So, das war schon mal. Ich habe jetzt hier, habe ich da den angefeuchteten ein bisschen. Jetzt gehe ich hier hinten nochmal in Fortuna rein. Gucken, wie ich den mit angefeuchteten Pinsel gut auftragen kann. Ich glaube, das funktioniert besser. Also entweder angefeuchteten Pinsel, dann kriegt man richtig Wham-Bam-Farbe. Oder aber wirklich über einen Glitterglue. Ganz ohne funktioniert der Ton nicht ganz so besonders. Das habe ich natürlich da eine harte Kante gemacht. Ich lasse es jetzt ein bisschen trocknen und dann gehe ich nochmal zurück. Entweder in, ja, ich glaube, Talisman ist dafür zu hell, gehe ich gleich in Dark Matter rein. Mache aber schon mal einmal kurz mein Fallout so ein bisschen weg, weil, sieht halt aus wie so ein bisschen Panda-Eis. Und dann geht es weiter. Dann ist das nämlich auch einigermaßen hoffentlich angetrocknet. Weil unangetrocknet ist das auch immer so eine Sache, dass man sich den Augenblick dann nochmal ein bisschen mehr versaut. So, einmal hier so ein bisschen wegmachen. Das ist auch wirklich nur Wasser, mit dem ich das so ein bisschen wegmache. Geht für mich einfach noch einfacher, als irgendwie was anderes zu benutzen. Gehe jetzt einfach, oh, da dreht es ein bisschen, setzt das Auge, wie auch immer. Mache hier meinen kleinen Pinsel sauber. Da ist ein bisschen braun drin, das ist, glaube ich, Hexback. Und gehe jetzt in Dark Matter rein und trage mir den hier hinten auf. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass ich mir damit alles versau, weil Dark Matter sieht wirklich dark, dark, dunkel aus. Gucken wir einfach mal, dass da wenigstens dann der Ton ein bisschen besser ausgeblendet aussieht, als er jetzt ist. Und gehe dann ganz zum Schluss nochmal in Talisman rein und verblende auch nochmal so ein bisschen weiter nach oben. Also es wird auf jeden Fall heute ein bisschen dunkler, ein bisschen grungiger der Look. Aber da gerade Dark Matter so ein bisschen den Hintern, denn dann sieht man gar nicht mehr ganz so doll, dass das hinten oder aber auch hier oben einfach sich nicht blenden wollte. Das ist nämlich auch immer ein ganz guter Trick, wenn man einfach zu doll, zu doof war, nutzt einen dunkleren Ton und blendet drüber. Manchmal funktioniert das einfach. So, jetzt gehe ich hier nochmal in Talisman rein. So, jetzt kann ich auch das einfach weglassen und gehe hier nochmal in Talisman zurück und blende wirklich die Stellen einfach nochmal hin und her. Seht ihr das Stückchen? Da habe ich nämlich vermutlich auch den Glitterglue einfach zu hoch aufgetragen und dann hat man immer diese harten Kanten, die man super schlecht weggetragen kriegt und weggeblendet kriegt. Ist einfach so. Ist die AK von Glitterglue. Wenn man den nämlich dann zu hoch aufgetragen hat, dann will der da nicht und dann will der sich auch nicht verblenden. Und dann muss man entweder mit einem wirklichen dunklen Lidschatten einfach drüber blenden und hoffen, dass das dann weggeht. Guten Morgen! Oder einfach hoffen, dass es nicht ganz so doll auffällt. So. So finde ich den Look aber schon mal gar nicht mal so übel. Besser auf jeden Fall, als der am Anfang war. Also wirklich Fortuna, entweder feucht benutzen oder über einen Glitterglue. Dann kommt nämlich wirklich auch dieser grüne, schöne Glitzerton daraus, der Schimmerton. Wenn man den ohne Glitterglue benutzt und einfach nur mit einem groben Pinsel aufträgt, erhält man so eine gräuliche Matschfarbe irgendwo. Hätte ich nicht erwartet, hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber so lernt man halt, wenn man wirklich Farben miteinander benutzt oder aber auch versucht, einfach so anders zu nutzen, als sie vielleicht auch angegeben wurden. Dann lernt man nämlich wirklich erst dazu. Joa. So, hier hinten blende ich einfach nochmal. Ganz vorsichtig, ich habe jetzt keine weitere Farbe aufgegeben. Einfach nochmal den Talisman-Ton so ein bisschen hinten rein. Auch an der Seite, wo ich das immer wieder vergesse. Und dann war es das erstmal mit den Schimmerfarben und matten Farben. Ich muss sagen, der Look gefällt mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich weiß aber noch nicht, wie der ist, wenn der wirklich komplett fertig ist, ob der mir dann einen Tacken besser gefällt, aber so im Moment sage ich so, pff, ne? Also hätte besser laufen können. Aber dafür sind ja auch Lives da, dass man einfach sieht,
wo hapert es und wo ist es einfach ein bisschen schwieriger. Wo hätte man besser arbeiten können, wo hätte man was anders machen können. Das sind einfach Lives. Also das sind wirklich, da seht ihr, was fällt einem einfach, was ist doch dann irgendwie schwieriger und komplizierter und wo sagt man, was funktioniert einfach gar nicht. Oder hätte man sich da auch vielleicht abgeschminkt, wenn es gar nicht funktioniert? Natürlich, habe ich auch schon mal gemacht. Daher mal einmal über die Nase, einmal. Das ist übrigens wieder der Under Eye Brightener von Catrice, den ich mir jetzt nochmal so grob auftrage. Und daher, ne? So sieht man halt genau, ob was einfach funktioniert, ob was leicht, ob was im Nachhinein bei anderen dann geschnitten, zusammengeschnitten wird, wo das dann einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Bei mir kann das halt nicht geschnitten werden, weil es ist live. Das heißt, ihr seht ganz genau, wo ich meine Fehler gemacht habe. Guten Morgen oder wo auch nicht. Auf jeden Fall ist Fortuna nicht mein absoluter Lieblingsshade aus der Palette, muss ich mal sagen. Ist schön, Aurora gefällt mir aber deutlich besser. Und gehe jetzt in, also ich mische mir mal wieder meine Lieblingsfoundation zusammen. Das ist einmal die Max & More Matte Base Foundation mit der Revolution. Mit der Revolution Matte Base. Heißt du beißen? Einmal heißt die Matte Finish Foundation, die Max & More. Auf jeden Fall die einzige normale Foundation, die Max & More oder die Action so da hat. Ich muss die mir ein bisschen mischen, weil ich habe das Gefühl, die ist noch einen Tacken zu dunkel. Ich hoffe irgendwann mal, wenn der Sommer wieder durchkommt, dann funktioniert die. Weil heute ist so ein komisches Wetter, bei uns zumindest. Heute könnte man mit Pullover rumlaufen. Pullover ist aber dann doch zu viel. Und T-Shirt, ja okay, jetzt kommt gerade natürlich die Sonne rauf. T-Shirt, hat man das Gefühl, ist zu wenig. Und ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt im Tag über anziehen werde. Deswegen habe ich auch jetzt erstmal ein T-Shirt an. Mal beim Schminken wird einem warm, dann geht das immer. Aber wie es dann draußen ist, das ist ja dann auch noch eine andere Sache. Mal wieder zu weit nach oben in die Haare reingeblendet, die Foundation. Und dann gehe ich einfach hier runter. Das ist Geschmackssache. Mir gefällt der Ton. Ah, okay. Ich fand ihn jetzt schwierig aufzutragen, muss ich sagen. Also mir gefällt Fortuna schon von der Farbe her, ja. Aber ich habe den jetzt nur irgendwie schön geschichtet gekriegt, indem ich entweder meinen Pinsel angesprüht habe oder feucht gemacht habe, mit einem feuchten Pinsel gearbeitet habe oder aber mit einem Glitterglue drunter. Wir haben hier 18 Grad in Kleve, NRW. Ja, klingt bei uns nicht anders. Also ich glaube, wir haben auch knappe 18 Grad. Ich bin nämlich auch NRW, aber ich glaube eher Richtung Münsterland. Beziehungsweise ich bin kurz vor Münsterland. Wir haben die Lippe vor unserer Nase und hinter der Lippe ist Münsterland, vor der Lippe ist Ruppert. Weil den nehme ich die ganze Zeit. Ah, okay, cool. Ja, siehst du, so sind auch Geschmäcker unterschiedlich und so sind vielleicht auch, vielleicht liegt es aber auch am Primer oder so, dass der bei mir, ich habe den versucht, mit zwei unterschiedlichen Pinseln aufzubauen. Ich habe den erst versucht, mit dem fluffigen Pinsel in der Crease zu setzen und danach habe ich versucht, mit dem hier aufzubauen und ich fand beide Varianten schlecht, kann aber auch einfach am Pinsel liegen. Und jetzt mit dem Finger funktioniert das besser und mit dem Finger über den Glitterglue hat das richtig gut funktioniert. Also mich hat gestern der Ton, wie heißt er denn? Heatwave, extremst überrascht. Der matte Ton, muss ich sagen. Den habe ich gestern einfach als Crease-Ton und als Außenbereich-Ton verwendet. Und ich habe, also man braucht da irgendwie gar nichts mehr. So, ich suche gerade meine Foundation, beziehungsweise nicht meine Foundation. Ich suche gerade, guten Morgen, ich suche gerade meinen Concealer. Habe ich den einen und den einen nicht? Super. Das ist kein Concealer. Machen wir einfach den jetzt. Ich habe gerade, wenn man am Schreibtisch auf der anderen Seite den Concealer hat, den man haben wollte, das ist hier der hier, der Clean ID Concealer. Den benutze ich eigentlich ganz häufig hier, um das sauber zu machen. Und hier das Überschüssige wegzublenden, um einfach hier saubere Kanten zu haben. Also ich muss sagen, also von Tula funktioniert nicht hundertprozentig gut bei mir, leider. Ich mag die Farbe nämlich auch extremst, aber die hat sich nicht so einfach auftragen lassen, zumindest in den Varianten, wie ich das gemacht habe. Werde versuchen, mir die Palette heute zu ergattern. Also die Palette ist mega. Die matten Farben sind genial. Man kann wunderschöne Alltagslooks damit schminken. Man kann wunderschöne, ja,
Orange-Looks irgendwo damit schminken. Ja, ich habe, ich dachte, heute kommt die Sonne nicht mehr raus und habe deswegen nichts ins Fenster gesetzt und auch die Rollos nicht runter gemacht. Ich kann aber hier runtergehen, vielleicht von der Helligkeit. Da. Wie wäre es damit? Einfach ein bisschen Helligkeit runtergenommen. So, ich gehe jetzt hier mit meinem Beauty-Schwämmchen ran, setze den hier unten an, ziehe den nach oben und so habe ich einfach eine ganz schnelle Kante gezogen. Und auf der anderen Seite auch. So, das sieht doch schon mal besser aus. Trust the process ist das heute. Wen ich auch so ein bisschen mau finde in der Palette ist, wie heißt er denn? Morning Dew. Das ist auch so ein Ton, der ist schön für den Inner Corner. Der ist aber sehr, sehr sanft und sehr, sehr seicht. Also schöner Alltagslook, schöne Alltagsfarbe, aber Rosé und sehr, sehr seicht Rosé. Ist aber auch nicht schlimm. Also man kann ja wirklich, man muss ja nicht nur immer Wham-Bam-Töne haben und Töne, die dann so extrem sind, sondern es ist wirklich von allem irgendwo etwas dabei. Der ist aber auch eher seichter und sanfter pigmentiert, besonders wenn man dann den Fairy Dust daneben hat, aber auch die anderen Töne daneben hat. Schön finde ich auch den. Da werde ich auch nochmal einen Look mitschminken. Da werde ich aber sehr wahrscheinlich in die alte BH Cosmetics Palette gehen, weil ich finde, der ist, glaube ich, einen Tacken schwierig. Der changiert sogar zwischen, seht ihr, glaube ich, gerade, zwischen einem so ein bisschen goldenen Ton und so einigen hin und her. Und ja, also der ist wirklich, wirklich schick. Den muss ich aber selber, also da möchte ich irgendwie schon eher so Richtung monochromatisch gehen und dann die lila Töne aus der alten BH Cosmetics 1991 Palette mit verwenden. So, ich nehme jetzt, wie heißt es denn? Das Invisible Matte Loose Powder von Catrice und schatte damit mein Gesicht. Ihr wisst ja, ich habe ölige Haut und da muss das einfach sein. Und ja, das macht ein klein bisschen Whitecast, aber im Laufe des Tages, aber auch einfach im Laufe der Minuten ist dieser Whitecast bei mir einfach schon eingezogen und dann auch so gut wie komplett weg. Ich setze wirklich viel und auch gerne und auch oft und überall, damit einfach meine Haut so lang wie möglich einigermaßen shine-free ist es ja nicht, aber einigermaßen, dass das Öl nicht ganz so durchkommt, aussieht. Und ich dann nicht nach einer Zeit einfach aussieht wie so ein Fettfleck. Das ist einfach nicht so meins. Ich meine, manche mögen das ja extrem dewy. Ich glaube, das ist wirklich so ein schneidendes Glas. Wer eine natürliche ölige Haut hat, also wo oder extrem ölige Haut hat, der möchte gerne so lange wie möglich matt bleiben. Wer genau das andere hat, also wer eine trockene Haut hat, der möchte gerne so ein bisschen dewy bleiben. Es ist immer das, was man nicht hat oder das, was man, na, was nicht funktioniert, das möchte man gerne haben. Und deswegen muss ich auch einfach gut setten, damit das alles nachher ein bisschen länger nicht so matt bleibt. Nicht so ölig bleibt. So, ich schütte jetzt das letzte bisschen wieder da zurück. Das ist so ein bisschen das Nachteil von diesem losen Puder. Das hat man nämlich überall hängen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn ich das gleich überall hängen hätte und dann überall wieder auf meinem Schoß oder auf meinem schwarzen T-Shirt hängen hätte. Das ist ganz normal. So, Physician Formula Butter Bronzer benutze ich jetzt für meine Konturen. Ich benutze, glaube ich, erst. Ja, ich benutze erst einen fluffigen Pinsel. Da ist, glaube ich, einer von Benefit. Von dem Benefit Hoola. Und der ist sehr, sehr fluffig. Eigentlich überhaupt nicht so meins, was ich sonst benutze. Aber wenn man weiß, dass so ein Puder gar nicht mal so schlecht pigmentiert ist, kann man das einfach gröber und so ein bisschen, ja, seichter, sanfter auftragen. Wenn man weiß, dass so ein Contour-Bronzing-Puder ganz eben pigmentiert ist, würde ich dazu nie greifen, weil mir der dann einfach zu wenig auf der Haut macht und man zu wenig hin und her gehen muss. Ich nehme gleich nochmal einen anderen und setze mir an den Stellen einfach nochmal ein bisschen mehr Kontur, weil hier kann man wirklich nur das Gesicht mit schön aufwärmen und einfach schön hin und her verblenden, aber halt nicht irgendwie präzise arbeiten. Ich bin ja so ein bisschen eher präzise dann, weil ich auch gar nicht so ein großes Gesicht habe, sieht man auch schon, ne? Also das bedeckt meine ganze Wangenpartie schon irgendwo. Und wenn ich dann zu grob arbeite, habe ich das halt bis hier unten sitzen. So. Einmal überall hin und her und einmal so ein bisschen am Hals. Ja, ich weiß, Bronzing-Puder am Hals ist nicht so das Wahre, soll man eigentlich nicht machen. Ich mache es trotzdem, weil ich es schön finde. Und jetzt gehe ich einfach in den Pinsel von Douglas rein und gehe hier hinten noch einfach hin und tupfe.
wirklich da, wo ich einfach nicht so gut hinkomme, tupfe ich einfach nochmal so ein bisschen an den Seiten auch, wo ich einfach sehe, dass ich mit diesem anderen Pinsel entweder nur in den Haaren arbeite oder aber auch da gar kein Produkt irgendwo ankommt. Und da gehe ich dann einfach nochmal mit dem hier so ein bisschen zurück. Und dann kommt ein OG, ne, Dingsding. Wie heißt das? Ja, wie heißt das halt? Blush. Das ist nämlich der Luminoso von Milani. Den habe ich erst letztens bekommen und der ist echt mega klein. Also ich habe den immer bei anderen YouTubern gesehen, dachte mir, das muss ja so ein Oschi sein. Nee, der ist gar nicht. Der ist nämlich echt klein, von der Verpackung her. Auch gar nicht so bulkig, so dick, so fett, wie ich das erwartet hatte. Ich hätte den viel voluminöser noch erwartet. Guten Morgen! Ist er aber gar nicht. So, und jetzt gehe ich hier schön brav rein und verblende einfach das auf meinen Wangen. Ich finde, der glänzt schön. Der hat aber so leichte Goldpigmente drin, aber nicht so krasse Goldpigmente wie manch anderer Blush irgendwo. So, einfach so ein bisschen. Ich mache so ein bisschen gerne dieses Blush-Scraping. Also bis zu den Schläfen so ein bisschen hoch. Auch hier so ein bisschen. Einfach überall, wo man so schön irgendwo sommerlich, sonnengeküsst aussehen möchte oder einfach so ein bisschen mehr Farbe im Gesicht haben möchte, da trage ich Blush auf und versuche das dann auch ein bisschen mehr mit dem Bronzer einfach zu verblenden, sodass dann kein harter Übergang zwischen allen Produkten irgendwo entsteht. Als Highlighter nehme ich den Kiko mal wieder. Manchmal mag ich den total gerne, manchmal habe ich das Gefühl, da kriegt man gar nichts mehr von ab, wieso auch immer, beziehungsweise ne, dass da gar kein Glanz irgendwie auf dem Gesicht aufkommt und ich rühre da echt schon rein. Ist jetzt nicht so, dass ich da nicht fast irgendwo reingehen würde. Der riecht wunderschön einfach nach Himbeeren. Aber man hat das Gefühl, dass man einfach da nicht so wirklich viel abkriegt. Und besonders hält er einfach nicht so doll auf dem Gesicht. Also man hat jetzt so das Gefühl, es ist auf jeden Fall Highlighter da. Und 2 Minuten später denkt man sich, wo ist der Highlighter hin? Ja, also 100%ig gefällt er mir nicht mehr. Am Anfang dachte ich, wow, so schön. Das ist ja auch ein Produkt, wo ich einfach einen Hit the Pen erreichen möchte. Aber ne, ist auf jeden Fall, man merkt das so. Ich finde, man merkt das erst, wie gut ein Produkt ist, wenn man es ganz, ganz häufig nutzen möchte und nutzt. Ob einem das dann gefällt, ob einem die Formulierung gefällt oder ob das wirklich nur so ein Eimerding war. Und bei dem bin ich mir halt nicht mehr 100%ig sicher, ob mir das ja so richtig gut gefällt. Ist das mal so. So, für meine Augenbrauen. Da sie ja gefärbt sind, gehe ich jetzt einfach nur in den Volume and Lift von Catrice rein. Ja, die sind so dunkel gefärbt. Ich habe den Cyrus in, ich glaube, hellbraun, habe ich das Augenbrauen-Färbemittel mir geholt, weil ich mir dachte, das machen wir wieder an, das Blond ja vielleicht ein bisschen zu hell wäre. Dafür ist es von der Farbe, von der Graustufe oder von der, was ist es, ne? Wenn von der Warmheit nicht zu warm. Ja, es ist ein komisches Wort, das gibt es vermutlich auch nicht, aber es ist halt nicht zu warm, wo ich dann bei dem L'Oreal, was ich im Blond habe, das Gefühl habe, dass mir das einfach einen Tacken zu warm ist. Das ist hier schön kühl, ist aber relativ dunkel, aber es vergeht auch wieder. Also, wenn man sich die Augenbrauen färbt, dann ist das am Anfang immer extremst, gerade am zweiten Tag irgendwie. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal nachdunkeln oder so. Also am zweiten Tag habe ich immer mehr das Gefühl, dass die dann nochmal einen Tacken dunkler werden oder einen Tacken präsenter im Gesicht sind. Und die gehen natürlich, werden natürlich dann nach der Zeit auch irgendwo heller. Und deswegen stört das jetzt mich nicht unbedingt, dass die jetzt einen Tacken dunkler einfach sind. Und wenn man die Haare dann zusammen hat, ist das noch nicht mal ganz so schlimm und fällt auch nicht ganz so doll auf. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles irgendwie, naja, lückenlos vermutlich nicht, aber einigermaßen gleichmäßig hingekriegt. Ich habe vorne so oder so einfach mehr Augenbrauen als hinten. Daher habe ich manchmal einfach hinten so ein paar Lücken. Aber wenn ich da jetzt noch mit dem dunklen Stift reingehe, dann habe ich wirklich nur noch dunkel beim alten Balken. Deswegen machen wir es einfach mal so und das bleibt jetzt auch. So, ich hatte mir eigentlich als Kajalstift für die Wasserlinien den hier ausgesucht. Muss aber sagen, ich glaube, ich nehme gleich einen anderen. Der passt überhaupt nicht da rein. So, am unteren Wimpernkranz gehe ich jetzt mit dem hier nochmal in den Fortune rein, Fortuna. Und nehme den, der ist ja ein wenig angefeuchtet, einfach damit auf. So, dass ich dann auch so ein bisschen Sparkle drin habe und auch das Grüne ein bisschen mehr einfach rüberkommt. Und blende wirklich von vorne nach hinten durch. So.
Man muss nämlich nicht immer am unteren Wimpernkranz mit matten Tönen arbeiten. Man kann nämlich auch wunderschön einfach den Schimmerton, wenn es denn funktioniert und der sich in so kleinen Partien auftragen lässt, auch wirklich am unteren Wimpernkranz nutzen. Und dann kann man das sich auch irgendwo machbar machen. Ist jetzt alles ein bisschen dunkler geworden, als ich das am Anfang gedacht hätte, aber naja, wenn man halt schwarz damit bei benutzt, wird es halt irgendwo dunkler. Zum Ausblenden dieses Tons habe ich nämlich schwarz benutzt, weil mir der Fortuna einfach irgendwie nicht rüberkam oder ich einfach den falschen Pinsel dafür benutzt habe. Und für die Crease habe ich den Talisman benutzt. Man kann auf jeden Fall richtig schön smoky gehen und richtig schön dunkel gehen. Das geht mit der Palette auf jeden Fall auch. So, ich glaube, das geht einigermaßen. Wenn das gleich alles mehr oder weniger getrocknet ist, weil das ja ein feuchter Pinsel war, kann ich gleich einfach nochmal ein bisschen weiter ausblenden. Aber sonst werde ich da einfach zu tief gehen oder gehe ich einfach zu tief. Im Inner Corner gehe ich wieder mit Morning Dew rein. Ich finde den eigentlich im Inner Corner richtig, richtig schick, weil der so leichte Rosa-Reflexe drin hat. Das ist nicht der extremste Wow-Ton aus der Palette, aber für den Inner Corner ist der toll. So, ich mache mir den Pinsel sauber. Damit hat er nämlich gestern funktioniert. Ich habe den nur so ein bisschen über den anderen Fairy Dust mitgetragen und deswegen war da jetzt einfach ein bisschen mehr dunkle Farbe drin. Der so sieht ja nämlich aus. Der hat eine leicht weiße Base, ist aber auch nicht ganz so weißdeckend. Und da im Inner Corner sieht man nämlich das, dass der schon recht schick leuchtet, aber halt nicht der interessanteste Ton ist. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Für einen Alltag-Look bestimmt total klasse, auch über das ganze bewegliche Lid und dann einfach Talisman in die Crease und dann wäre man da schon fertig und hätte dann wirklich einen schönen, seichten Sommerlook. Wenn man jetzt in diese Farben wie ich reingeht, hat man schon eher so einen grungy Winterlook. Also das ist keine Palette, die jetzt irgendwie nur so ein One-Trick-Pony ist, sondern man kann wirklich da viel mit anfangen. Und morgen seht ihr einfach nochmal einen weiteren Look, vielleicht auch morgen einfach schon mal mit der BH Cosmetics und dieser Palette zusammen, sodass man dann auch sieht, man kann also die Palette wunderbar kombinieren. Und gerade wenn man hier den Farbton Jinx, also diesen lila Ton, mit der alten BH Cosmetics Palette kombiniert, glaube ich, kriegt man was richtig Gutes raus. Übrigens sind in den Pfändchen mehr als 1 Gramm Produkt drin, was auch schon mal riesig, riesig und viel ist. Also da hat man auf jeden Fall ein paar Tage länger was. Und unter den Augenbrauen setze ich den Morning Dew auch nochmal. Und dann haben wir den Wimpern, den Lidschattenbereich auch schon fertig. Also man kann extremst gut und extremst schnell mit der Palette auch irgendwie arbeiten. Also die Mattentöne lassen sich krass aufbauen, die Schimmertöne funktionieren bis auf jetzt vielleicht auch, ich sage ja, weil ich einfach die falsche Technik gewählt habe, den Fortuna-Ton kann man sich auch garantiert total gut aufbauen. Der grüne sieht einfach genial aus. Da, wo ich dann so eine kleine Macke habe, da bin ich mit meinem Glitterglue zu hoch gegangen. So sieht das nämlich dann aus. So, am unteren Wimpernkranz gehe ich jetzt auch nochmal einfach mit dem gleichen Pinsel in Aurora rein. Und gehe jetzt hier vorne nochmal hin, um dann so ein bisschen mehr Übergang zu haben. Ich habe den jetzt nicht weiter abgewischt, das heißt, ich habe so ein bisschen Kombination aus Morning Dew und Aurora in meinem Pinsel. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich wollte halt einfach nochmal dieses hellere Grün so ein bisschen im Innenwinkel haben, sodass dann nicht das zu dunkel und zu grungy wirkt, sondern einfach drüber gehen und dann hat man nämlich eine schöne Farbkombination von dem einen Grün zu dem anderen. Und dadurch, dass das ja wirklich nur ein Topper ist, leuchtet der grüne Ton von unten noch so ein bisschen durch und man überschattet den anderen Ton irgendwo nicht. Außer wenn man sich das natürlich einmal mit dem Pinsel, einmal nochmal hier hin und her. In die Augen selber reinreibt, tut das ein bisschen weh. Morgen möchte ich gerne den Dark Matter Ton nochmal am Wimpernkranz einfach entlang ziehen, um einfach ja, so eine Art Liner zu ziehen. Mal gucken, was ich dann noch weiter mache. Oder halt auch den Jinx einfach benutzen. So, ich habe einige Töne. Ich habe einmal den hier von Essence, der so ein bisschen in dieses Forest Green reingeht. Den könnte man gut benutzen. Dann habe ich aber auch schöne Schimmertöne von Shiglam, das ist er natürlich nicht, das ist der Lila. Bei Shiglam muss man immer gucken, die haben nämlich die gleiche Verpackung und man muss da so ein bisschen hin und her switchen. Dann hätte ich nochmal den hier. Der ist mir aber jetzt zu grün, seht ihr glaube ich auch. Der wäre mir zu grasgrün, der ist es auf jeden Fall nicht. Der wäre noch der von der Lion King Variante. Nein, Lion King Jungle Book von Catrice.
Das ist dieser. Der ist auf jeden Fall, nee. Also bis jetzt passt der erstens am besten noch, weil der auch so ein bisschen in dieses Grasgrün reingeht. Was haben wir denn hier noch? Das ist der blaue von Shein. Ich habe alle davon, irgendwo. Ich glaube, das ist schon fast der beste, den ich von Essence da jetzt benutzt habe oder mir rausgesucht habe. Und irgendwo habe ich die anderen auch. Machen wir den einfach von Essence. Der passt nämlich perfekt zu diesem Grasgrün oder zu diesem Tannengrün von... Boah, mir fallen die Namen nicht immer ein. Fortuna. Und den trage ich mir jetzt einfach in der Wasserlinie auf. Wie heißt der denn? Ich weiß es nicht, ob es den irgendwo noch gibt. All of You heißt er. Und den gebe ich jetzt mir einfach zum Betonen dieses ganzen Looks auf die Wasserlinie. Man könnte natürlich auch irgendwo hell arbeiten oder so. Jetzt möchte ich aber wirklich grungy gehen und auch das rausholen, was der Look jetzt so macht. Oder den nochmal zu verstärken irgendwo. Und da passt dieser Farbton einfach wunderbar. Die von Essence funktionieren übrigens total gut. Diese zum Rausdrehen und würde ich mir auf jeden Fall, wenn die nochmal wieder neue Farben rausbringen oder Farben, die mich noch weiter interessieren, auf jeden Fall nochmal holen. Ich werde heute meinen allerersten Schminki aufnehmen und auf Instagram online stellen. Dankeschön, dass ihr mich ermutigt habt, es einfach mal zu versuchen. Oh, da werde ich reingucken. Da würde ich mich riesig, also, na, da werde ich auf jeden Fall reingucken. Ja, man muss einfach anfangen. Ich bin vor... 11 Monate ist das jetzt her. 11 Monate einfach angefangen und habe gedacht so, entweder man guckt mich oder man guckt mich nicht. Entweder ich habe Pech oder es funktioniert. Und bin bis jetzt einfach dabei geblieben. Man muss dabei bleiben. Das ist so das Größte, was man sich daraus machen oder daraus lernen muss. Man muss echt dabei bleiben, sonst wird das nichts. Also da merkt man auch wirklich, wie man... bei den ersten Videos gestruggelt hat und auch nicht die Worte gefunden hat und wie man dann jetzt einfach rüberkommt und spricht und meistens die richtigen Worte auch findet. Und das ist halt so ein Lernprozess. Und ich finde das toll, dass du das jetzt auch machst. Finde ich total klasse, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Denn das ist wirklich am Anfang Überwindung, aber die Überwindung lohnt sich, finde ich immer. So, das war jetzt übrigens die Lash Without Limits. Ich gehe gleich nochmal mit der Catrice Glam & Doll rein. Das war jetzt einfach nur die erste Variante. Ach, Jinx habe ich auch... Nee, Jinx, wie heißt der denn? Nee, wie heißt der? Witching Hour habe ich auch noch nicht benutzt. Also es gibt noch einige Farben, die ich noch gar nicht angefasst habe, beziehungsweise noch nicht in irgendwie einen Look verarbeitet habe. Freue ich mich auch drauf. Übrigens bin ich bei Monolith bis jetzt noch komplett standhaft geblieben. Ich habe nämlich noch nichts bestellt. Ich bin aber schon 5-mal am Nachgucken, ob ich mir nicht doch was bestellen will und bestellen sollte oder bestellen möchte. Ich habe ja dieses Ranking gedreht und bin mir jetzt noch nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt in die richtige Reihenfolge gebracht habe, weil ich schon wieder mir denke, die Palette möchtest du, aber diese Palette. Man muss immer bei Monolith auf 100 € kommen, damit man Versandkosten frei kriegt. Und wenn ich mir entweder die Cool Trails, Neutrals oder die von Blend Bunnies hole, die Longing Palette, dann komme ich nämlich, wenn ich mir nur 2 hole, komme ich auf 98,50 € oder so. Oder 98, glaube ich. Also müsste ich mir dann noch eine zweite Palette bestellen und das ist wieder schweineteuer. Deswegen, ich glaube, ich lasse es dieses Mal einfach sein. Ich setze mich durch, beziehungsweise ich ringe immer noch mit mir, dass ich das wirklich so lasse und dann wird einfach beim nächsten oder übernächsten Mal bestellt. Ich nehme jetzt die Glam & Doll Volume Mascara und gehe einfach nochmal damit rein. Da ist deutlich mehr Produkt einfach noch drin und dran, aber wie auch schon öfter erwähnt, das zum Thema Sprechen, öfter erwähnt, ist das Bürstchen einfach so hart, dass mir das dann einfach am Wimpernkranz immer wehtut. Und deswegen nehme ich die gerne als zweite Mascara, um einfach die Wimpern nochmal einen Tacken mehr zu betonen und Tacken ja voluminöser aussehen zu lassen, aber wirklich nicht als erste Mascara. Erste Mascara tut die nur weh und ist einfach nicht angenehm. Obwohl sich meine Augen da auch schon so ein bisschen mehr dran gewöhnt haben. Ich glaube, die erste Runde dachte ich wirklich, die ersten 2-3 Stunden, mir würde einfach irgendwer meinen Wimpernkranz da wegreißen. Das geht jetzt schon. Aber trotzdem ist es einfach kein schönes Gefühl. Ja, so, Lippen habe ich jetzt einfach hier so einen kleinen, wie heißt das Ding, ne? Probe von Armani. Habe ich noch die? Habe ich.
Danke. Das ist diese hier. Das ist die Giorgio Armani Prisma Glass. Oder der Lip Gloss Prisma Glass. Und super klein, super süß. Ist auch wirklich nur einfach ein bisschen pink. Beziehungsweise so gut wie gar keine Farbe. So für die Handtasche genial. Hat den gestern schon getragen. Der hat einen... Ha, jetzt ist wieder dunkel. Passend zum Schluss, dann kann ich das ein bisschen wieder heller machen. Dann seht ihr mich nämlich nochmal richtig. Der ist ein bisschen dicker. Der ist aber nicht irgendwie... Also man spürt den auf den Lippen. Der zieht aber gar keine Fäden. Und bleibt dadurch, dass er so ein bisschen dicker, so ein bisschen fester einfach ist. So ein bisschen länger auf den Lippen. Finde ich gar nicht mal schlecht. Habe ich gestern auch zwischendurch getragen. Da seht ihr, die Augenbraue ist zusammengefallen. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das ist nämlich immer so mein Problem. Meine Augenbrauen wollen einfach in einer Linie liegen und nicht so schön fluffig nach oben gehen. Und wenn man zu wenig Produkt hat, fallen die einfach nach einer Zeit wieder zusammen. Und wenn man noch ein T-Shirt über den Kopf zieht, dann liegen die nachher so. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen nacharbeiten. Ich glaube, die andere Seite kann ich auch nochmal nacharbeiten. An der Stelle hier. Genau die Stelle ist es nämlich, die einfach immer wieder zusammenfällt. So, ein bisschen besser. Joa. So. Also, zweiter Look für euch, dritter Look für mich mit der Celestial Palette. Ich muss sagen, ja, der ist schön. Der ist ein schwarz basierender Standard-Schimmerton. Also, der hat eine schwarze Basis. Und der ist echt ein bisschen schwieriger, würde ich mal behaupten. Die Glitzerpartikel sind ähnlich zu dem Aurora-Ton. Das ist dieser hier. Also der leuchtet so ein bisschen gleich, deswegen kann man einen schönen Übergang damit setzen. Wird aber nicht, Fortuna wird nicht mein Lieblingston aus der Palette werden. Kann ich auch schon mal so voraussagen, weil er einfach sehr, sehr schwarz-based ist und sehr, sehr dunkel dann auch rüberkommt. Ich habe den jetzt hier mit Schwarz ausgeblendet, das hat total gut funktioniert. Denn, wie heißt der Talisman Inner Crease Solo, ist ein bisschen viel und ein bisschen schwierig gewesen. Ansonsten mag ich den Look wieder mal total gerne. Es ist doch besser geworden, als ich das in der ersten Viertelstunde gedacht hätte. Ja, morgen möchte ich, glaube ich, in Jinx reingehen und dafür einfach die alte Palette von Alicia Marie da so ein bisschen benutzen, weil die hat ja hier 1, 2, 3, 3 matte, eher lila Töne reingebracht oder so ein bisschen ja, grungy lila, alt-lila oder so, oder wie man das auch immer beschreibt. Und ich glaube, dazu passt Jinx einfach einen Tacken besser als zu den Farbtönen, die hier in der Palette sind. Oder man könnte natürlich einfach mit dem Schwarz da arbeiten und dann das Schwarz aussmoken, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Daher entweder mache ich irgendwas mit Jinx oder irgendwas mit Witching Owl, weil den Ton habe ich auch noch nicht benutzt. Welchen Ton habe ich sonst noch nicht benutzt? Ich glaube, sonst habe ich, glaube ich, alle aus dieser Palette benutzt. Heute war ich ja sogar selbst in dem schwarzen Ton drin. Also die beiden Filme noch und dafür möchte ich einfach beides mal, glaube ich, auch in die 1996 Palette reingehen und danach schauen wir einfach mal, welche Farbkombinationen können sich noch mit dieser Palette ergeben oder was kann man noch mit der Palette machen. Man kann nämlich, gerade wenn es halt solche Toppertöne sind, extrem viel damit machen, weil wenn man die über andere Lidschatten setzt, wirkt der Lidschatten nochmal anders, aber wenn man die auch einfach solo über andere matte Töne setzt, werden die auch nochmal anders. Ja, das war es heute mit meinem Look. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Ich weiß nicht, ob ich für heute Abend noch ein Video vorbereitet kriege, weil ich gleich schon wieder weg muss und morgen auch die ganze Zeit unterwegs bin. Also schauen wir einfach mal, wie das diese Woche läuft. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Genießt das Wetter, genießt das schlechte Wetter mal wieder und wir sehen uns einfach morgen wieder. Ne? Also tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann. Dankeschön. Ja, wünsche euch noch echt einen schönen Tag. Ich bin gleich schon unterwegs. Ich eine Ärztetour mit meiner Mama. Tschüss.